Haar und die Sonne im Gesicht. Und wenn sie nicht mehr weh und der Hafer sie sticht, dann laufen sie aus und segeln quer über den Ozean. In dieser Episode nehmen wir euch mit in die Alpen von Neuseeland zu den Fjordlands, nach Queenstown und Wanaka, an die Westküste zu den Gletschern und weiter in den Norden der Südinsel bis nach Nelson. Wir sind angekommen in den Alpen von Neuseeland. Hier in Te Anau übernachten wir jetzt eine Woche und machen tägliche Ausflüge. Wir werden dann jetzt gerade das Kepler Wassertaxi besteigen. Das führt uns in 15 Minuten da irgendwo auf die andere Seite des Sees. Dann wandern wir hier rum auf dem Kepler Trail zurück nach Te Anau. Etwa 10 Kilometer, easy walk. Wir freuen uns drauf. Diese Region ist wirklich etwas Besonderes. Fjordland beeindruckt mit schillernden Fjorden und unglaublicher Stille. Die Wälder mit den vielen verschiedenen Grüntönen verzaubern uns. Und überall finden wir Pilze in verschiedenen Farben. Der Lake Marian ist bekannt für seine fantastischen Spiegelbilder der umliegenden Berge und Gletscher. Ein steiler Wanderweg erwartet uns, und leider auch Wolken. Wir wollen heute zum Doubtful Sound. Die orange Strecke fahren wir mit dem Schiff, die rote mit dem Bus und die lila wieder mit dem Schiff. Mit dem Schnellboot fahren wir eine Stunde über den Lake Manapouri. Nun folgt eine Stunde Fahrt mit dem Bus über den 671 Meter hohen Wilmot Pass. Und jetzt geht's mit dem Schiff über 40 Kilometer den steilen Fjordhängen entlang bis zum Tasmanischen Meer hinaus. Wir fahren zurück in den Süden mit einem Zwischenhalt in Riverton, auch genannt Riviera des Südens. Wir verlieben uns sofort. Hier gibt es ein sehenswertes Museum, viele kleine Cafés und Surfspaß in der Taravea Bay. Kebi will es wissen. Einmal ganz im Süden von Neuseeland. Die Füße ins Meer. Und wie war es, das Wasser? Eisig kalt? Nicht für uns. Maximum 20 Grad. Viel zu kalt. Queenstown, tief in die Täler der südlichen Alpen geschmiegt, ist die Region, die den Touristen sowohl im Sommer als auch im Winter alles bieten kann. Die Gondelbahn führt uns auf den 450 Meter hohen ersten Aussichtspunkt. Überall sind sie zu sehen, sogar auf dem Berggipfel. Zwischenstation geschafft, anderthalb Stunden nur bergan. Darauf geht's noch mal eine Stunde, anderthalb. Ich habe mich heute entschieden, das nicht zu tun. Köbi geht jetzt alleine. Der Aufstieg zum Gipfel war wirklich anstrengend. Aber es hat sich gelohnt. Und nach der anstrengenden Wanderung schmeckt ein kühles Bier umso besser. Nach 3 Tagen verlassen wir die für unseren Geschmack etwas zu touristische Gegend. Umgeben von Bergen am nördlichen Randrand vom Lake Wakatipu liegt das winzige Dorf Glenorchy inmitten einer malerischen Landschaft. Angekommen im Paradies.
Arrowtown, eine Siedlung aus der Zeit der Goldgräber, ist gut erhalten geblieben. Um 1860 wurde hier Gold gefunden und es kam in kurzer Zeit zu einem massiven Zustrom von Goldsuchern. Bis zum Höhepunkt des Goldfiebers stieg die Zahl der Einwohner auf über 7000 an. Es kamen sogar Chinesen zum Goldsuchen. Unten am Fluss, etwas abseits der Stadt, sind ihre Siedlungen immer noch gut erhalten. Wir sind am Lake Wanaka, machen eine Fahrradtour. Das ist der berühmteste Baum von Neuseeland. Keine Ahnung weshalb, aber alle machen hier ein Bild. Erneut treffen wir die beiden Segelfreunde, Annette und Michael. Mit ihnen unternehmen wir heute eine Fahrradtour. Die Mountainbike-Fahrer. Wir fahren dem See entlang in Wanaka. Beim schönsten Wetter mit der perfekten Aussicht. Auf dem Weg zum Fox Glacier. Wir laufen hier entlang dem Moränenkegel. Bis zum Gletscher dürfen wir nicht wandern, aber auch vom Ende des Wanderweges präsentiert sich ein schönes Panorama. Über Hokitika fahren wir weiter nordwärts. Hier besuchen wir eine tiefe Schlucht, die das türkisblaue Wasser des Hokitika River in den Felsen geschnitten hat. Zu sehen hier auf dem Arver Pass, der höchste Pass in Neuseeland. Von daher kommen die Autos von Christchurch. Da geht es dann runter zur Westküste. Das war Köppis Wunsch, hier auf den Pass zu fahren. Und er ist begeistert. Es gefällt ihm hier. Weiter geht es nordwärts der wilden Westküste entlang. Die ganze Westküste ist so wild. Mit dem Segelschiff hier anzulanden oder einen Ackerplatz zu finden, keine Chance. Wir sind schon recht nördlich. Der nordwestlichste Punkt, erreichbar mit dem Auto. Schon wieder eine Hängebrücke. Wahnsinnig schöne Naturlandschaft. Und was uns hier auffällt, praktisch keine Touristen. Wir gehen hier durch den Wald relativ zügig. Es hat einen bestimmten Grund. Es gibt hier zwar keine Moskitos, aber Sandflöhe. Und die sind hier an der Küste überall zu Hause. Und wehe, du bleibst stehen, dann geht es so 3 Sekunden, dann werden wir befallen. Und wir haben festgestellt, wenn wir schnell gehen, dann riechen die uns nicht. Das sind nicht Sandflöhe, sondern Sandfliegentiere. Okay, Sandfliegen. Lang ist es her, seit wir das letzte Mal am Sandstrand spazieren waren. Das Meer fasziniert uns nach wie vor.
Der Fluss kämpft. Das Süßwasser will da raus. Jetzt aber ist Flut. Das sieht man sehr gut. Die Wellen kommen rein. Und schieben das Süßwasser wieder zurück. Der Opparara-Arch ist der größte natürliche Felsbogen auf der Südhalbkugel der Erde. 219 Meter lang, 79 Meter breit und 43 Meter hoch. Der Opparara-Fluss hat sich hier über Jahrtausende durch den Kalkstein gearbeitet. Der nächste Arch, der Arch Moria, ist ein bisschen schöner in der Form, aber kleiner. Der Opararafluss ist durch Tannine, das sind pflanzliche Gerbstoffe, rötlich gefärbt. Wir verlassen Westport, fahren über 100 Kilometer den Buller River entlang Richtung Nordosten. Hier überqueren wir die längste Hängebrücke von Neuseeland, 110 Meter lang und 171 Meter über dem Fluss. Es gibt in Neuseeland viele einfache Wanderwege, dann aber ein paar weniger challenging. Und auch heute machen wir eine kleine Rundwanderung am wunderschönen Buller River entlang. Und der Köbi will es wieder wissen. Er klettert da rum. Ich genieße die Aussicht von oben. Wir verlassen endgültig das Alpenland im Süden. Wie nördlicher das wir kommen, desto wärmer wird es. Gestern hatten wir noch 20 Grad Tagestemperatur. Jetzt ist es mittlerweile schon 28 Grad. Eine Maori-Statue markiert den Start der Wanderung in den Abu-Tasman-Nationalpark. Der Anfang der Wanderung ist steil und an der prallen Sonne schweißtreibend. Aber dann wird die Strecke flach und bietet immer wieder fantastisch schöne Aussichten über Nationalpark und das Meer. Schöner Ankerplatz. Wunderbarer Strand. Nicht mehr lange da. Wo sind wir hier, Köbi? In den Labyrinth Rocks. Hoffentlich kommen wir da wieder raus. Wo ist Köbi? Wo? Ah, da ist er. Wirklich ein ganz enges Labyrinth zwischen diesen Felsen. Wahrscheinlich auch nicht besser. Und? Im Labyrinth, wo ist der Weg raus? Boah. Da hat sich jemand verlaufen. Okay. Ich glaube, ich denke, das geht da runter, Köbi. Jetzt wieder Köbi. Ah, da. Hoffentlich geht es da raus. Unterwegs fahren wir durch Karstgebirge mit unzähligen Höhlensystemen. Eines der schönsten, die in Garua Caves, erkunden wir etwas genauer.
Diese Höhlen wurden bekannt, weil darin mehrere komplett intakte Skelette des heute ausgestorbenen Moa gefunden wurden. Moas sind riesige, flugunfähige Laufvögel, die durch die ersten Menschen, die Neuseeland besiedelten, bis zur Ausrottung bejagt wurden. Wanderschuhen am Strand gehen einmal etwas ganz anderes. Wir sind hier in der Golden Bay. Die ganze Nacht hat sehr stark geregnet. Es ist wieder etwas Sonnenschein da und es windet sehr stark. Wir sehen sogar die Berge, die Schneeberge. Das hätten wir nicht erwartet. Und wo du gehst jetzt durch, Gabi? Da, irgendwo durch die Büsche. Okay. Aber wir finden das. Lass uns durch die Büsche gehen. Komm, hier geht's lang. Quer über die Landzunge von dem nördlichen See. Jetzt, nach 2 Kilometern, kommen wir an die Westküste. Und zurück geht's wieder. Über die Halbinsel. Nelson, auf Maori Waikato, war die erste europäische Stadt auf der Südinsel. 50.000 Einwohner zählt dieser ruhige, friedliche und sehr gemütliche Ort. Nelson ist für Geschäfte mit lokal produziertem Kunsthandwerk sowie für Kunstgalerien bekannt. Nun geht es weiter auf die Nordinsel. Es bleibt uns noch genau ein Monat, um diesen Teil Neuseelands zu erkunden. Restliches Material für unsere Lupina zu organisieren, Treffen mit Freunden zu koordinieren und dann unsere neu zertifizierte Rettungsinsel irgendwie nach Fidschi zu verfrachten.